Willkommen bei einem Espresso to go mit Marco Buschmann, der kleinen, konzentrierten Portion Politik hier aus Berlin-Mitte. Hongkong, Huawei, Uiguren. Die Zeitungen sind voll mit dem Thema, über das ich heute mit euch sprechen möchte, und das ist China. China ist ein Einparteienstaat, China wird autoritär geführt und deshalb hat China fundamental andere Vorstellungen von Demokratie und Menschenrechten als wir. Und deshalb sollten wir zwei Dinge tun. Erstens mit China im kritischen Dialog über diese Dinge bleiben, aber zweitens sollten wir nicht aus plumpem Anti-Amerikanismus oder, wenn wir keine Ahnung haben, China und die USA in einen Topf schmeißen. Die USA sind die älteste Demokratie der Moderne. In den USA werden Grundrechte von den Gerichten geachtet und die USA haben uns Europäern echt schon zweimal aus der Patsche geholfen, als wir unseren Kontinent in Schutt und Asche gelegt haben. Zweitens, China ist eine Wirtschaftssupermacht. Die haben ein enormes Wirtschaftswachstum in den letzten Jahrzehnten hingelegt und das kann man ihnen nicht vorwerfen. Wir Deutschen haben das auch gemacht, weil wir ein besseres Leben wollen und das wollen die Chinesen auch. Und wenn zwei große Volkswirtschaften wirtschaftlich stark sein wollen, ja, dann gibt es doch nur einen Weg, wirtschaftlichen Wettbewerb, sportlichen Wettbewerb. Also tun wir doch was dafür, damit unsere Unternehmen innovative Produkte, innovative Prozesse auf den Weg bringen können und diesen Wettbewerb aufnehmen können. Und tun wir was weiteres? Sorgen wir dafür, dass es Handelsabkommen gibt, dass wir Handelspartner in der ganzen Welt finden. Warum machen das eigentlich nur die Chinesen mit ihrer neuen Seidenstraße? Das können wir als Europäer auch tun. Und dann freuen sich sogar die Länder, die diese Handelspartner sind, weil dann haben die auch ein bisschen Auswahl. Drittens, China ist eine militärische Supermacht. Und sie haben in den letzten Jahren wahnsinnig viel Geld investiert, um noch stärker zu werden. Jetzt geht es natürlich nicht darum, wer hat die größte Armee der Welt, aber man muss auf Augenhöhe miteinander reden können. Und militärisch kann das kein einziges Land in Europa und auch die Europäer nicht zusammen. Und deshalb ist der einzig sinnvolle Weg, damit umzugehen, auf eine Stärke zu setzen, die uns schon im Kalten Krieg Sicherheit gegeben hat. Und das war die NATO. Und deshalb sollten wir mit den Amerikanern, mit unseren europäischen Freunden als Deutsche darüber sprechen, wie wir dieses westliche Verteidigungsbündnis wieder mit mehr Leben füllen können, damit in Zukunft auch Emmanuel Macron nicht mehr der Meinung ist, dass das Bündnis eigentlich hirntot sei.